Glück auf, meine Kumpel Omalocha. In diesem Video geht es um ein Gerücht, was die Tage so über Twitter reingekommen ist. Und zwar geht es da um Rüyk. Der ist ein Rechtsverteidiger und das Gerücht kam auf, weil der Spielerberater Degen auf Schalke gewesen ist. Und zwar soll er da sich mit dem Groß getroffen haben, weil die scheinbar Partner sind bei seiner Spielerberateragentur. Nur was ich mich frage, ist dann bei der Sache, es ist gerade Transferphase und so als Spielerberater hat man da, denke ich mal, wichtigere Termine und auch der Groß hat, denke ich mal, wichtigere Termine, gerade jetzt im Abstiegskampf, als sich da auf einen Kaffee zu treffen. Deswegen würde ich mal sagen, kann das schon gut sein, dass man da über Spieler geredet hat und der für mich da auch am wahrscheinlichsten, der Kandidat, der da in Frage kommt, ist für mich Rüyk, Rechtsverteidiger, 22 Jahre alt, hat nur ein paar Spiele gespielt bei Hellas Verona, ist da ein bisschen unzufrieden und kann, denke ich mal, auch ausgeliehen werden und bei uns Spielpraxis bekommen. Ist, denke ich mal, ein Spieler, der absolute Qualität hat für eine Bundesliga. Ist nicht so ein guter Spieler wie Kolasinac, auf keinen Fall, aber bringt auch auf jeden Fall athletische Fähigkeiten mit und einen Drang mit nach vorne und könnte uns in der Situation definitiv weiterhelfen. Und ich finde, der ist auch jemand, der schon ja im Profigeschäft etabliert ist und nicht zum Beispiel wie ein Ludewig, der da ja aus dem Jugendbereich kommt und in der zweiten Liga in England oder so gekickt hat. Also der Rüyk wäre schon ja zumindest mal ein Profi und ja, da würde ich mir sogar wünschen, wenn das zustande kommen würde. Wird jetzt aber noch nicht allzu viel zum Transfer sagen, sind halt wirklich lose Gerüchte und wollt ihr nur meine Meinung dazu abgeben, dass ich den als einen guten, offensiv starken, athletischen Spieler einschätze, den ich begrüßen würde, der da auch für mich zumindest mal ja die Lücke auf rechts schließen kann, wenn auch nicht auf dem absoluten Top-Niveau. Aber das, so ein Top-Niveau ist auch wirklich schwer zu kriegen aktuell. Für mich würde da nur Kenny in Frage kommen, der wirklich sehr, sehr gut auf Schalke funktioniert hat, der da auch wahrscheinlich möglich wäre, den zu verpflichten. Und ja, ich wollte dir da nur meine Meinung zu abgeben. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao.